Und dann ist gut. So, hier die ganzen Stacheln sind da. Das ist schön. Meine Zerglinge sind... wo sind sie denn hier? Die sind alle noch so weit entfernt hier. Das geht eigentlich. Ja, komm, das geht eigentlich echt noch. Weil hier sind sie... Ich lasse die Zerglinge mal lieber hier hin. Da sind sie, glaube ich, besser aufgehoben als hier. Ja, 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 das geht. Das geht, das geht. Hier geht's auch. Es geht sogar ziemlich gut hier. Die Metamorphose unserer Erstaunlich. Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Erstaunlich. Okay, Luft hier, Mutas habe ich eigentlich gleich genug. Ich mache nochmal Overlords, natürlich. Was denn sonst? Was denn sonst? Okay, das sind neue Zerglinge. Das ist die Wiedergeburt hier. Das ist ja schön. Zerg-Kokon. Hydras, Hydras. Ich habe keine... Hier, Overlords müssen da gerade nochmal kommen. Ich mache nochmal ein paar Overlords. Das sind zwar übertrieben viele jetzt. Wobei, man kann damit eigentlich nicht übertreiben. So, ich versuche mal hier durchzukommen. Genau, okay. Habe ich gemacht. Ach so. Die Urzerk greifen den Kokon an. Ja, das bringt mir an dieser Stelle genau gar nichts. Drohnen, Drohnen. Sind wichtig. Tyrann zur Essenz erlangt. Werde Uressenzen ausführlicher untersuchen. Ja, hier komm, dann gehst du da mal hoch. Dann zur Mitte da, das passt schon. Ihr seid super. Okay. Das klappt schon mal ganz okay hier. Die Zerg helfen natürlich ein bisschen mit hier, die Zerglinge. Ich sollte da... Ah, was sollte ich denn nochmal machen? Zergling Wiedergeburt. Was, verbleibende Abklingzeit? Aber das sind nicht alle... Alle 30 Sekunden. Ja, ja, ja. Ist immer interessant hier. So, ich muss eigentlich auch schon mal... Wir haben noch eine Drohne, die untätig ist. Herzlichen Dank auch. Da. Machst du nochmal einen Stachel draus. Hier kann ich eigentlich noch mehr hinschicken. Wobei, ja... Machen wir so, wir zimmern einfach mal alles hier mit voll. Das ist ja schön, wir sind der Zimmermann. Und dann ist gut. Noch mehr Schwarmwirte. Hier, weinen wir mal extra ein paar dahin. Denn das Schöne hier oben, ja, komm, hier. Die Mutas sind ja so frisch immer dabei. Ja, es geht bestimmt. Wir können ja gleich auch wieder andere schaffen hier, das geht schon mal okay. Wobei, ich mache das jetzt schon mal, das ist schon... Ich denke mal, das sollte gehen. Die Wirte sind auch ganz fleißig hier, das geht auch. Ja, komm, dann lasse ich hier die anderen Viecher das mal regeln. Die Schrecken, die sind billiger, als wenn ich sie selber ganz viele Einheiten in den Krieg schicken würde. Das ist tatsächlich billiger. Da muss man auch mal so ein bisschen geizig sein, weil wir brauchen die anderen Einheiten noch für später. So, was mich gerade mal interessiert, die hier haben sogar Schadensupgrade, weil das Nahkämpfer sind. Das ist super. Das ist wirklich super. Und das kann alles nochmal... Weil, ja. Ich pack die nochmal hier oben hin. Das wird schon irgendwie funktionieren. Wir brauchen mehr Mineralien. Dann machst du noch ein paar Brönchen hier. Und nochmal Schwarmwirte. Die kommen auch nochmal hier unten hin, da so zwischen. Bin ich mal gespannt, ab wann die eigentlich von hier unten auch kommen. Ich muss jetzt schon mal hier die Queen. Du kannst so mal hier was machen. Zwar den Creep ausbreiten. Dann können wir nämlich da unten auch nochmal schauen, wie das da eigentlich aussieht. Dass wir da schon mal frühzeitig auch irgendwelche Krabbler hinkrabbeln. Drohnen? Ja, Drohnen sind ganz sinnvoll. Die Urzark zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Jep, jep, jep. Das tun sie, das tun sie. Ich weiß.
Ja, das breitet sich hier schön aus, das ist gut. Wir können das natürlich nicht ewig aufhalten hier. Aber man kann es versuchen. Und ich sollte nicht immer alles für Drohnen verwenden, beziehungsweise eigentlich schon, weil, naja, ich brauche ja welche, ich brauche Geld. Und je mehr Drohnen ich habe, umso mehr Geld bekomme ich auch. Das ist ja der Vorteil. Das ist ja der schöne Part daran, dass man hier, naja, man hat halt sehr viel Wirtschaftsgeschichte hier. Im Prinzip, das Spiel... Essenzen vorhanden. Ja, ist ja gut. Das Spiel geht tatsächlich in erster Linie darum, dass man eine ordentliche Wirtschaftskraft hat, dass man Ressourcenmanagement betreibt. Das ist eigentlich der Hauptteil, den man macht die meiste Zeit. Weil wenn man Geld hat, kann man da auch einfach irgendeine Armee rauspumpen und dann passt das schon. Man muss halt nur irgendwie Geld haben. So, die sind hier hoffentlich mal mit den kleinen Schrecken da unterwegs. Oder sind die hier gerade links hier? Wo sind die Schrecken? Hallo? Die Automatik-Schrecken, wo sind sie denn? Ich dachte, die wären hier irgendwo. Ah, das läuft super hier. Die ganzen Wirte, die sind aber super hier. Das sind eine ganze Palette voll. Die haben dann einen blöden Punkt, einen blöden Ort zum Leben. Aber, naja. Immerhin tun sie was. Hier unten, ja, wahrscheinlich. Es wäre ganz praktisch, wenn ich hier ganz viele Hydras eigentlich hinstelle und die dann hier schon mal rüberschießen können, oder? Ich probiere das einfach mal, weil die haben ja Reichweite. Das ist ja der coole Teil dabei. Die können sogar direkt hier unten hin, das ist ganz praktisch. Weil den Kokons selber kann man ja auch schon mal einen Wegpunkt zuteilen. Das ist wirklich gut. Die kommen hier gar nicht durch, ne? Dann machen wir es so. Okay, ich habe keinen Platz mehr frei. Okay. Das heißt hier, ne, 200 haben wir gerade gehabt. Ja, ihr könnt auch nochmal hier unten mit hinkommen. Ja, ein bisschen Kulit noch ausbreiten. Und ich habe rumstehende Viecher, das ist auch schön. Ja, toll. Die Urzerk greifen den Kokon an. Kann Schrecken erschaffen. Verteidigen. So, dann mach halt mal. Ja, das sieht gut, wie man merkt. Das ist effizient wie sonst was. Okay, wir haben zu viele von den Viechern hier. Hier. Mach mal. Das kann meinetwegen fallen hier oben. Das ist, weil hier, komm, grab dich mal ein. Dann wirst du da zumindest schon mal angreifen können. Fällt es doch nicht. 9 Leben hat das Ding. 9 Leben. Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Warum ich meine ganzen Zerg? Hier sind Zerglinge. Die lasse ich mal hier oben. Weil das kann ich wirklich hier vorne belassen. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Ja, ist ja gut. Ihr dürft was machen hier, Kinders. Macht was. Hallo. Ihr seid nicht zur Dekoration da. Immerhin können die ganzen Einheiten hier um das, um die ganzen Krabbler hier, um die ganzen Stachelkrabbler rumlaufen. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Sonst wäre das wirklich blöd. Okay, das läuft hier wirklich gut. Muss ich sagen, läuft deutlich besser als vorhin. Ich speichere trotzdem nochmal ab. So. Wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt... Irgendwas habe ich anders gemacht, bestimmt. Von daher, es wird gepasst haben jetzt. Ja, doch, hier ist was deutlich anders. Und deutlich angenehmer. Wobei, können die auf der Rampe hier sich vergraben? Ja, doch, können sie. Das ist gut, das ist wirklich gut. Hier, komm, gehst du mal dahin. Hier ist auch noch ein bisschen Party, aber hier sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Die ganzen Zerglinge, ja, hier kommen. Gehst du noch runter. Sieht echt ganz gut aus. Die halten das sowas von fern hier. Das ist super.
Willkommen, mach's. Es ist alles, ja. Wir sind gut dabei. Ja klar, die kommen jetzt von allen Seiten. Ich hab noch mal die anderen Biester hier. Dabei habe ich noch nicht mal alle Upgrades hier wirklich hoch. Das ist schön, dass es trotzdem geht. Da sehen wir mal wieder, es hängt manchmal nur an irgendwelchen Kleinigkeiten, sag ich mal. Der Schwarm wird bestehen. Also Kleinigkeiten im Sinne von, man muss einfach frühzeitig anfangen, die richtigen Sachen zu bauen. Beziehungsweise eine Verteidigung, die bestehen bleibt und nicht immer wieder auseinanderfällt, zu machen. Ja, die Zerklinge, das ist schön, dass sie immer wieder kommen, aber das ist eigentlich höchst albern, finde ich. Zumindest in dieser kleinen Menge. Ich könnte höchstens hier nochmal, wobei es ist jetzt auch egal, das ist noch 20 Sekunden, 24. Auch nicht der Schwarm wird. Vor allem, das Ding hier kann nicht viel mehr machen, als es hier durch die Gegend zu greifen. Es kann Lufteinheiten angreifen, aber Bodeneinheiten kannst du ziehen. Das ist der lustige Part daran. Das ist total lustig. Okay. Ganz viele Erfolge. Kerrigan Stufe 30 ist schön und gut. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt hier. Wir haben in Wings of Liberty die ganze Zeit gebraucht, alle Missionen lang, die ganze Kampagne lang, um Kerrigan wieder eine menschliche Gestalt zu geben. Was macht Kerrigan jetzt hier selber? Sie entmenschelt sich wieder und sie sieht nicht sehr freundlich aus. Man konnte aber ja sehen, gerade dass bei Mengsk, dass da noch das Artefakt stand. Das konnte man ganz rechts kurz sehen. Da stand noch das Artefakt von dem Protoss. Ich weiß nicht, ob es noch ein zweites Mal funktionieren wird. Dass sie dann wieder menschlich wird. Aber ich weiß nicht genau. Ich finde es ein bisschen interessant. Also ich finde es ganz interessant. Ich weiß halt nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ne? Im Sinne von, ich habe es halt noch nie durchgespielt. Ich habe mich auch nicht informiert. Ich habe auch nirgendwo noch anders zugeschaut bei Leuten, die die Geschichte hier gespielt haben. Für mich ist alles neu. Davon abgesehen haben wir diese Kampagne hier geschafft. Wir haben 11 Punkte bekommen für Kerrigan. Und, ja, Kerrigan, was machst du denn, Mädel, ey? Das sah so aggressiv aus, das sah nicht freundlich aus. Isha, was macht ein Urzag in meinem Leviathan? Ich bin Behaka, ein Sammler. Ich töte, nehme Essenz. Ich komme zu dir, weil ich deine Veränderung spüre. Ganz Zeros spürt sie. Ganz Zeros fürchtet sich davor und vor dir. Aber du hast keine Angst vor mir, oder, Dehaka? Du leuchtest. Du wirst mehr Essenz sammeln. Ich werde folgen. Tust du es nicht, werde ich nicht folgen. Ich habe schon gefährlichere Bündnisse geschlossen. Nun gut, du kannst bleiben. Verrate mich und deine Essenz gehört mir.
Gut. Na, das ist ja simpel gestrickt hier. Entweder du machst das und dann folge ich dir, oder du machst es nicht und dann folge ich dir nicht. Das ist schön. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. Ja, Kerrigan, du bist nicht mehr ganz so menschlich. Leider bist du immer noch kleiner und eigentlich rein optisch zerbrechlicher als alles andere, was hier im Raum ist. Ma, und vor allem, ich weiß nicht, warum sie da immer noch so weibliche Rundungen haben muss. Weil ich glaube, die Zerg sind keine Säugetiere. Ich glaube, das haben wir schon festgestellt, als die aus Larven geschlüpft sind. So, wir haben eine ganze Palette hier zu quatschen. Die HK klingt wie eine Versicherung, aber hat bestimmt andere Sachen zu erzählen. Glaubst du, dass sich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werden? Sie sind ein Fels, ein Baum, ein Berg. Sie trotzen dem Wind. Sie streben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich begehre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind, aber sie sind nicht dumm. Naja, man weiß es nicht. So viel zu bequatschen hier, auch Evolutionsgruppe. Zakara. Nun sehe ich aus wie die Anführerin des Schwarms. Vielleicht überzeugt das Meerbrotmütter, sich uns anzuschließen. Du warst schon gestern die wahre Anführerin des Schwarms. Und du wirst es auch morgen sein. Dein Aussehen spielt keine Rolle. Für dich vielleicht nicht. Die Terraner jedoch werden nicht so verständnisvoll sein. Ach, die schleimt sich voll ein, ne? Von wegen, ach, das Aussehen ist nicht so wichtig. Ja, ich verstehe schon. Endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, der dich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkles. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Amon, der ist vielleicht in der Kirche. So, Isha. Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Klingen. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt, jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. Na, du bist in erster Linie eine Frau mit komischen Klamotten an und zu viel Schminke im Gesicht. Ja, und Stummelflügel, mit denen du nicht mal fliegen kannst. Was ist denn das für eine Konstruktion da? Ach, Kerrigan, was hast du dir da aufschwatzen lassen? Das trägt man heute nicht. Das ist nicht in Mode. Nee. Glaube ich. Also ich trage sowas zumindest nicht. Schwarmwirt. Mutation, wir haben auch Abatur. Genetische Stränge verschieden, von Grund auf neu strukturiert. Stärker als Königin der Klingen. Sequenzen komplex, aber sauber. Im Kerngrund verschieden. Ja, ich bin anders. Ich bin meine eigene Herrin. Als das Xel'Naga-Artefakt mich wieder menschlich machte, hat es mich auch von Amons Einfluss befreit. Und so konnte ich zu etwas Größerem werden. Muss Probe nehmen. Neue Sequenzen erforschen. Versuch es gar nicht erst, Abatur. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis. Schwer zuzugeben. Kann neue Struktur nicht verstehen. Wende mich wieder Arbeit zu. Da hat Superbrain wohl Pech gehabt. Wie gefällt euch meine alte Frisur? Ja, man weiß, Schwarm wird Mutation verfügbar. Wir haben ja doch gerade das bekommen, warum soll der jetzt schon mutieren? Der sieht übrigens, das sieht schon eigenartig aus als Kreatur. Finde ich. Ich weiß nicht, wie man sich das ausgedacht hat. Quasi so eine Art, ja, so eine Schildkröte, nur mit der Panzer nicht um sich herum, sondern halt darüber.
So, eingraben. Ach, eingraben. Ermöglicht es, den Schwarmwirt sich einzugraben. Haben wir das nicht eh schon gemacht? Ach, so richtig unterirdisch eingraben. Kann ohne Aufdeckung von Gegnern nicht gesehen werden. Kann im eingrabenen Zustand weiterhin Schrecken erschaffen. Das war das nämlich, was vorhin in der Mission gefehlt hat. Also was im Multiplayer halt normal ist, dass die Dinger nämlich unsichtbar sind, wenn sie halt nicht extra mit Detektor erkannt werden. Was ziemlich cool ist. Schnelle Inkubation, Schrecken werden 20% schneller erschaffen. Ja, weiß ich nicht, ob es. Das macht bestimmt einen Unterschied, weil die Gegner dann langsamer. Weil die halt noch schneller aufgehalten werden, quasi. Also häufiger. Also die können halt weniger vorrücken. Oder aber Überdrucksdrüsen, Schrecken können sowohl Luft- als auch Wohneinheiten angreifen. Puh. Puh. Ich denke mal, das kommt letztendlich auf den eigenen Spielstil an, was man denn vorhat. Wenn man riesig viele Armeen aus den Schwarmwirten macht, also wenn man viele hat, braucht man sich eigentlich nicht eingraben. Wenn man viele hat, braucht man eigentlich auch keine schnelle Inkubation, weil man hat eh genug von den Dingern. Da wäre dann halt Überdruckdrüsen gut. Wenn man weniger hat, würde, also dann wären die anderen beiden sinnvoll. Beziehungsweise wenn man... Das hängt von der Verteidigung ab. Wenn man das kombiniert mit Stachelkrabblern oder anderen Einheiten, dann ist eine schnelle Inkubation gut, weil die halt schneller erschaffen werden. Aber wenn man die Schwarmwirte halt hinten hat, dann werden die eh nicht angegriffen. Wenn man aber quasi in erster Linie nur Schwarmwirte hat, dann ist wahrscheinlich das Eingraben am sinnvollsten. Behaupte ich mal so einfach so. Ich mache das mal mit dem Eingraben, weil ich mir nicht sicher bin, inwiefern ich das alles so wirklich benutze. Mal gucken, wir können das ja immer ändern. Das ist ja das Schöne daran. Wir haben sonst Kerrigan. Warte mal. Können wir sie nicht ändern? Okay, Kerrigans Verwandlung gewährt ihnen neue Fähigkeiten, welche zu diesem Zeitpunkt nicht geändert werden können. Sie können die Fähigkeiten anpassen, wenn sie die Herausforderungen von Cerus gemeistert haben. Okay, das heißt, sie bekommt irgendwelchen Special-Krams, den wir gleich erstmal erlernen dürfen. Beziehungsweise nicht gleich, sondern in der nächsten Folge. Haha, Überleitung. Weil die Folge ist zu Ende. Wir machen mit der nächsten Mission weiter beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Und langsam wird es interessanter. Wir bekommen mehr Einheiten, wir bekommen schwerere Aufgaben. Und wir bekommen hoffentlich die Kurve gekratzt hier. Tschüss.